So, dann wollen wir mal eben diese eine Quest hier erledigen, ne? Es geht ja ganz schnell. Na los, mein Freund. Leg dich schlafen, schlaf tief und fest. Das kann jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Thank you.
legt er sich, glaube ich, erstmal zum Dösen hin, dieser Döspaddel. Ja, in dem großen Haus kann man sich verlaufen, ne, mein Freund? Wo ist das Schlafzimmer nochmal gewesen? Ah ja, genau hier. Was tut er? Bitte touch nicht mein Buddy. Ah! So ein durchtrainierter Mann mit einer Glatze. Jetzt müssen wir warten, bis der Wachmann endlich weggeht. Am besten zum Pool. Ist immer an der Vorderseite. Gar nicht verwunderlich, dass auch alle Schränke und alle Schubladen auf sind. Und dass die Sachen da drin, diese wertvollen Sachen gar nicht mehr da drin sind. Aber alles okay. Das ist kein Dieb. Steht er wohl noch mal auf? Da auch liegt mit seinem kleinen Knackarsch. Dass er sich nicht schämt für seine wunderschöne Figur. Ich würde ihn gerne seine Glatze polieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Hust. Aber ich möchte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nein! Wir können uns benehmen. Na komm, gehst jetzt nochmal auf Toilette oder lässt es? Mal nach Vorderseite. Müssen immer noch warten. Wenn er um 23 Uhr noch nicht beim Pool ist, dann um 24 Uhr und dann schlagen wir zu. Dann holen wir uns die Karre, die wir schon mal auseinandergebaut haben, aber leider nicht gespeichert haben. So ein Scheiß. Schon. Der ist jetzt beim Pool, okay.
hören wir diese Mistkacke? Und um da durchzukommen, müssen wir eigentlich durchrennen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal ganz fix, wa? Ausrufezeichen verwirrt mich ein wenig. Verdammt. Der Lichtschalter. Psst. Wir schleichen. Verdammt. Mist. Wir haben es geschafft. Ah! Mist. Alter. So wird's gemacht. Okay, wir bekommen wahrscheinlich nicht so viele Super Points.
Weil wir erwischt worden sind oder den Alarm auslösen mussten, notgedrungen. Ja. Wir hätten halt oben einsteigen müssen. Haben wir aber nicht gemacht. Wenn ihr die perfekte Punktzahl wollt, dann müsst ihr halt einfach nur warten, bis der Typ hinterm Haus ist, der andere Wachmann. Und dann geht ihr einfach über die Regenrinne, klettert ihr einfach hoch und dann fertig. Habt ihr perfektes Ergebnis. Jawohl!